Hallo meine Lieben, toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ihr merkt schon, der Sound ist diesmal ein ganz anderer. Das liegt daran, dass ich euch mitgenommen habe in meine Vocal Booth. Das Ding habe ich selbst gebaut und ich habe euch auf Twitch und Instagram schon ein Ohr abgekaut und gesagt, ich zeig euch das noch. Ich habe einen Vlog draus gemacht, ich nehme euch mit auf die Reise von Null auf Vocal Booth und genau das machen wir in diesem Video. Zuvor sei noch erwähnt, dieses Video wurde nicht gesponsert. Niemand hat hier irgendwas bezahlt, außer ich meinen ganzen Krempel selber und die Arbeitskraft habe ich auch selber da reingesteckt und ein kleines bisschen Support hatte ich auch von meinem Freund. Das war sehr lieb von ihm. Vielen Dank dafür. Und ja, wo fängt man an, wenn man so eine Vocal Booth selber bauen möchte, solche Audiostellwände? Richtig, im Baumarkt. Auf der Suche nach Holz. Haha, jede Menge Auswahl. Hölzer, Hölzer, Hölzer. Stoffe, 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 Stoffe. Nicht das Richtige. Ist das gut, wenn man einen kleinen Campervan hat, wo man das alles einfach so reinladen kann? Yippie, hat genau gepasst. So, jetzt haben wir endlich alles. Jede Menge Holz und ich freue mich schon, das gleich 3 Stockwerke ohne Aufzug hochzutragen. Das wird gut. Und dann sehen wir uns gleich beim Schrauben. Lola, wie findest du die Bretter? Auch gut. Ja, genau. Super. Sie hat übrigens schon mal den Bezug vom Sofa an die Seite geräumt, wie sie das immer macht. Genau. Ja, dann kannst du erst losgehen. Haha, Zauberei. Der Korpus ist fertig. Jetzt kommen noch die Mittelstreben. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Yay! Ha, was zum Geier ist das denn alles? Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt ist mein Akustikschaumstoff hier angekommen. Und den werden wir jetzt in die Stellwände packen. Und dann werden wir diese Stellwände schön mit Stoff beziehen. Kann losgehen, würde ich sagen. Und jetzt testen wir mal aus, wie gut das Material in die Rahmen passt und werden erstmal ein bisschen was zusammenbauen. Dann seht ihr nachher, wie das aussieht. Okay, also jetzt kann es losgehen mit Stoff. Die müsst ihr jetzt ungefähr so hier drüber spannen und dann festpacken. Das wird ein Riesenspaß. Hey, wir sind mit der ersten Außenwand, also mit dem ersten Einpacken jetzt schon fertig. Das heißt, jetzt kommt die Füllung rein und dann kommt der grüne, nein, in diesem Fall noch der graue Außenstoff dran. Bei dem anderen Absorber kommt dann eine grüne Rückwand dran. Das zeige ich euch jetzt auch noch und weiter geht's.
wartet, ihr Lieben. Diese Absorberwand ist fertig. Ich zeige sie euch gleich in voller Größe und Schönheit. Und dann werden wir noch die zweite Absorberwand beziehen. Die kriegt dann die grüne Rückwand. Dann mit diesem Stoff und natürlich auch mit dem grauen Stoff. Oh, so ein kleines Fitnesstraining, ne? Ich habe in der Zwischenzeit auch schon Pulli ausgezogen, wie ihr das seht. Tja, und die zweite Aktion jetzt mit dem zweiten Absorber, die zeige ich euch jetzt nicht in Gänze. Das wird auch ein bisschen langweilig, deswegen würde ich sagen, ich zeige euch einfach gleich, wie es aussieht, wenn alles zusammen fertig ist. Aber jetzt erstmal die eine Absorberstellwand. Ei, ich sehe entsprechend verwuschelt aus. Die Absorberwand sieht inzwischen super aus, nämlich ein Traum in grau meliertem Jersey. Schauen Sie nur. Ja, wie das dann alles im Zusammenspiel aussieht, zeige ich euch, wenn ich alles zusammengebaut und aufgebaut habe. Und den zweiten Bezug, den zeige ich euch jetzt nicht noch in Gänze, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen langweilig. Aber freut euch auf das finale Ergebnis. Bis gleich. Es hat noch mal ein, zwei Tage gedauert, aber tatsächlich, jetzt sind beide Absorberstellwände fertig. Schauen Sie sich das an. Zwei fantastische Absorberstellwände aufrollen und man kann sie natürlich auch verschieben. Noch sind sie nicht ganz fertig, aber wenn man hier dazwischen geht, hat man hinterher einen unfassbar tollen Sound. Die eine ist grau. Die andere ist außen grün und innen grau. Es ist fantastisch. Schauen Sie sich das an. So, wir haben volle Möhre Licht jetzt. Und ja, ich war euch ja noch die Frage schuldig. Warum ist diese Absorberwand grün? Ja, deshalb. Geil, oder? Sie ist eine Absorberwand und ein Greenscreen. Es ist ein Traum. So. Jetzt kommen die letzten Handschläge und dann zeige ich euch das finale Ergebnis. Und zack, ja. Schön sieht sie aus, oder? Und wofür braucht man das eigentlich? Den Effekt demonstriere ich euch jetzt, indem ich rückwärts laufe und mich mal in diese Absorberwand hineinstelle. Und wenn ich jetzt noch weiter hier reingehe, dann hört ihr es schon, oder? Es schluckt Schall. Es schluckt sehr viel Schall. Und wenn man jetzt hier, kommen Sie mal mit, kuscheln Sie sich mal mit hier rein, wenn man jetzt hier gegenspricht. Wenn man jetzt hier gegenspricht, dann hört man fast gar keinen Raumhall mehr. Nice. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich auf dieser Ich baue mir meine Absorberstellwand / meinen Greenscreen auf Rollen zu begleiten. Ja, lasst gerne ein Abo, Like, Däumchen oder was auch immer da, einen netten Kommentar bitte, weil das unterstützt meinen Kanal sehr und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.